Kapitel 5 Entfernte Ufer. Sie hörten einen Fluss in der Nähe. Das Mädchen hastete darauf zu. Da sahen sie es, auf der anderen Seite, doch es gab keine Brücke dorthin. Okay, jetzt sollen wir uns anscheinend dann auf dieses Haus hier konzentrieren und sollen den Weg dahin finden, aber eine Brücke haben wir leider nicht. Wie praktisch, beziehungsweise wie unpraktisch. Und ja, ich finde, es sieht alles sehr... Upsi, was war das denn gerade für eine Kamera? Alles irgendwie so wie eine französische Stadt aus. Oh, schön. Schon wieder so ein paar Zecken hier. Aber die sind Gott sei Dank eingeschlossen. Ein Schwarm kleiner Zecken drängelte und hüpfte hinter dem Gitter. Ja, das können sie auch gerne weiterhin tun. Bin ich bescheuert, ich lasse die ja hier nicht raus. Warum sollte ich das tun? Ja, da ist ein Hundili. Ah, deswegen sollte ich die vielleicht mal rauslassen. Ah, da sind ja noch welche. Ah, okay. Das ist fies, aber egal. Ich hoffe nur, die Viecher verschwinden dann gleich wieder. Ja, brav. Okay. Oh, da vorne steht wieder ein Grammophon. Und da sind weitere Gegner. Okay, Moment. Da ist ein Grammophon, da sind die Zecken. Und da kann ich ihr auch noch hochhelfen. Ich sehe. Moment. Dann helfe ich ihr erstmal hoch. So. Ja. Ja, super. Sie macht genau das, was ich will, dass sie tut. Buddy, komm mal her, mein Freund. Hab hier kleine Geschenke für dich. Im wahrsten Sinne des Wortes klein. Jetzt haut er wieder ab. Komm her. Yes! Na, so ähnlich hatte ich mir das vorgestellt und es hat tatsächlich geklappt. Wie komme ich denn da jetzt wieder weg? Die Kleine ist ja da oben. Also wir können einfach auf der anderen Seite der Sandsäcke weitergehen. Ist logisch. Die kleinen Zecken sind ja auf der anderen Seite. Die können uns nichts. Oh, diese Ruckler, das ist echt schlimm. Och, du schon wieder. Ich glaube, der wird uns... Und plötzlich war es wieder da. Ja, der wird uns, glaube ich... Das ganze Spiel über verfolgen. Ich glaube nicht, dass wir den jemals irgendwie loswerden. Komm schon, lauf, 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 lauf. What? Aber mich kann der doch eigentlich gerade nicht bekommen haben, oder? Das müsste doch jetzt sie gewesen sein. Weil ich war ja vorne. Das verstehe ich jetzt nicht. Okay, probieren wir es nochmal. So, Mädel, dann beweg dich mal ein bisschen schneller. Ich denke, du warst diejenige, die uns in das Verderben geritten hat. Jetzt geht's. Sehr komisch. Ah, kriechen, 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 oder? Ja. Ah, beeil dich, Mädel. Super, jetzt sind wir wieder völlig matschig. Und, wo zur Hölle ist das Gitter hin? Hey, wir spawnen aus einer Mauer raus. Wir sind ja richtig gut. Also, wenn das mal kein Fortschritt ist, weiß ich auch nicht. Ich glaube, da hat sich ein kleiner Bug eingeschlichen, wa? Super. Ah, dann komm mal her. Zumindest das Hochheben sollte noch funktionieren. Das sieht gut aus, jawohl.
Großartig. Wie gelernt. Ja, das war so klar. Okay, ich glaube, da kommen wir eher nicht lang, oder? Ich denke mal, wir sollen hier durch das Loch. Ja. Na gut, da müssen wir uns halt wieder kurz trennen. Ich hoffe zumindest, dass die Trennung nur kurz sein wird. Außerdem würde ich mich mal gerne wieder vollständig säubern. Ich finde das nicht gut, dass ich so sichtbar bin. Ach, guck mal, da ist ein Flüsslein. Können wir da rein? Ja, super. Und hat genau den Effekt, den ich auch haben wollte. Prima. Es schien, als könne das Mädchen nicht entkommen. Auf keinen Fall konnte sie das Tor ohne Hilfe öffnen. Okay. Also es scheint auch nicht verschlossen zu sein. Sonst hätte er ja gesagt, irgendwie, wir müssen wieder einen Schlüssel finden. Oh. Exit private. Aha. Ja, da ist wieder so eine Tonne, aber da können wir uns nicht rein. Da können wir nicht reinhüpfen. Wir sind ja sowieso im Moment gerade sauber. Okay, ich habe eine dunkle Vermutung. Das Ungeheuer hatte das Tor zerstört. Okay, den Rest kann ich mir denken. Also sollen wir das Ungeheuer vor das andere Tor locken und so weiter. Na, da komm mal her. Kommst du? Hat er mich jetzt gesehen? Oh ja, der hatte mich gesehen. Ah, verdammt. Ah, Gott. Komm schon, komm schon, komm schon. So, und jetzt ans Tor. Und ich muss da nach rechts. Ich will da nach rechts. Ja, jetzt. Ey, was war das denn jetzt gerade? Du sollst da volle Granate ranrennen. Sag mal, was bist du denn für eine computergenerierte KI? So, jetzt hat er sich einen Kopf angerannt und ist erstmal umgefallen. Na, kommst du? Okay. Ich glaube, wir sollten uns hier verkrümeln. Mädel, move it. Ah, okay. Ja, stimmt. Sie ist ja noch matschig. Aber jetzt nicht mehr. So, das da vorne kennen wir ja auch schon. Das wiederholt sich alles. Also wenn man einmal was gesehen hat, dann braucht man da nicht mehr lange zu überlegen. Und der steht natürlich wieder auf. So, dann hol mir mal ganz schnell die Leiter hier. Hochsteigen, hochsteigen, hochsteigen. Ja, wo bin ich? Oh Gott, ich sehe mich nicht. Puh, okay. Oh, shit. Ja, ich sehe schon. Was machst du denn? Oh, dammit. Das Ungeheuer schob den Wagen an, in dem das Mädchen saß. Okay, warte mal. Wir können aber hier unten durch, oder? What? Ey! So haben wir nicht gewettet. Ich wollte eigentlich da unten durch. Aber ich konnte da nicht reinkriechen. Ja, komm, ist gut. Zisch ab. Das kennen wir ja alles schon. So, nu? Okay, ja, geh mal weg. Ich will mal, dass das Vieh ein bisschen weiter weg ist. Weil nicht, dass der mich wieder umhaut. Er konnte das Ungeheuer nicht aufhalten. Ja, müssen wir aber irgendwie. Schon. Oh, da sind links wieder so ein paar Zecken. Ah, Moment. Okay, das müssen wir jetzt irgendwie die Zecken an das Vieh kriegen. Okay, Moment. Da ist ein Tor. Okay, Viecher, komm mal her. Ah, geht wieder weg. Ha!
Tja. Puh. Okay. Hallo. Winke, winke. Aber ich glaube, wir sollen hier lang, oder? Ja, das sieht fast so aus. Wohin? Da hoch, oder? Vor ihnen erschien eine große Brücke. Ja, die ist wirklich groß. Ja, die dürfen wir jetzt netterweise überqueren, oder? Geht doch jetzt irgendwas schief. Ich weiß es. Es kann nicht gut gehen. Hinter dem Zirkus konnten sie das kleine Haus erkennen. Na, dem Jungen wurde doch ein Zirkusbesuch versprochen. Kann er den ja gleich nachholen? Dann scheinen wir aber in der gleichen Stadt zu sein, in der er auch eigentlich wohnt. Sie gingen weiter, stetig ihrem Ziel entgegen. Und da vorne ist eine Leiter. Was sind hier? Ich bin doch so neugierig. Ich will alles wissen. Super. Und was bringt uns das jetzt? Aber das bringt uns doch nicht an diesen Zecken vorbei. Die sind doch hinter der zweiten Leiter hier, oder? Das Mädel folgt uns auch hier runter. Nee, jetzt sind sie rechts. Also da ist zumindest eine, die da rumhüpft und rumrennt. Ja, wir sind wirklich hinter ihnen rausgekommen. Ah, super. Na, da bin ich ja spontan richtig gegangen. So, was haben wir denn hier? Hey Mädel, warte auf mich. Na super, und das Mädel geht gleich mal spontan falsch. Müssen wir doch hier lang, oder? Ja, natürlich, war auch mein erster Gedanke. Und dort sahen sie es dann. Eine Leiter führte zum Kanaleingang. Oh, schön. Da dürfen wir jetzt noch in den Kanal rein. Oder wie sehe ich die Sache? Lecker. Lecker schmeckerschen. Das Ding scheinen wir auch noch für irgendwas zu gebrauchen. Oder zu brauchen können, sollen, tun. Wenn die nette junge Dame uns mal schieben helfen würde, wäre ich da sehr dankbar. Hallo? Ergreifen? Drücken. So, jetzt geht's. Ruvi! Und da können wir wieder hochhelfen. Da rechts ist wieder eine Leiter. Ah, immer dasselbe hier. Da hätten sie sich ja auch mal was anderes überlegen können. Ui, 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 ui. Hat sich die Leiter fast durch unseren Kopf gebohrt hier. Da stand ich ein bisschen zu nah dran. Das war unklug. Um anders nach oben zu kommen, stiegen die beiden in den Kanal. In den Kanal hinab. Nicht in den Kanal hanab. Oh Mann. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
Noch mehr Wasser. Super. Hatten wir ja so wenig von in letzter Zeit. Ich hab ja Hund. Und Matsch. Okay, den müssen wir da irgendwie weglocken. Das Einzige, was wir haben, sind Pfützen. Kann ich dich vielleicht hier reinlocken? Wo bin ich denn? Ja, er kommt. Und ich gehe. Komm, lauf, 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 lauf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Yes, gotcha. Obwohl sie nicht in Sicht waren. Der Bestiengeruch war überall. Die beiden gingen leise und vorsichtig weiter. Oh, Kacke, die sind auch unsichtbar hier. Da müssen wir jetzt auf die Fußspuren im Wasser achten. Ah, hallo. Bin da mal weg. So, da hinten scheint es einigermaßen sicher zu sein. Oh, da sind zwei. Moment. Okay, jetzt könnte es klappen. Huh. Holla. Nice. Ah, da steht nochmal dieses Tutte l'estrada de Portano al Circo. Also irgendwas mit Zirkus. Ich kann leider kein Italienisch. Na, geh schon. Ihr Ziel lag außerhalb des Kanals. Das will ich wohl meinen. Ich glaube ja nicht, dass das Haus im Kanal ist, sonst hätten wir es ja auch nicht gesehen. Dort fand er eine Leiter, die zurück zur Straße führte. Hinter dem Zirkuszelt konnte man das kleine Haus sehen. Das heißt, wir sind quasi praktisch schon da. Als sie es sahen, begann das Mädchen zu rennen, voller Hoffnung, dass ihre Einsamkeit endlich ein Ende hatte. Und ein Ende hat auch dieses Kapitel hiermit.